Ja, lass uns eine neue Runde starten. Ich will daran erinnern, dass Meditation ja diese beiden Zielrichtungen hat. Einmal Ruhe, Stille, Frieden, Sammlung. Und zum anderen Einsicht, Erkenntnis, Wissen. Und gestern hatten wir den Schwerpunkt bei dem ersten Teil. Wir hatten dabei den Atem als unser Meditationsobjekt. Der Atem soll auch jetzt unser Meditationsobjekt sein, aber mehr in Richtung Einsicht. Die Grundübung, um das nochmal zu sagen, ist jetzt das reine Beobachten dessen, was vor sich geht. Also der Atem ist unser Beobachtungsobjekt und wir versuchen mitzukriegen, was der Atem uns zeigt, was er repräsentiert. Und da wird man zunächst mal sehen, wenn wir uns den Atem anschauen, dass das ein ständiges Kommen und Gehen ist. Es ist immer nur Bewegung. Das ganze Leben lang einatmen, ausatmen, hin und her, vor, zurück, ohne dass es da mal einen Stillstand gäbe. Man kann auch sagen, ein bisschen tiefer betrachtet, dass der Atem der wichtigste Ernährungsprozess ist, der überhaupt stattfindet. Nicht? Auf ein Apfel und ein Ei kann man 4 Wochen verzichten, auf das Nahrungsmittel, das Grundnahrungsmittel Atem kann man nicht mal eine Minute verzichten, dann ist aus. Also Stichwort Bewegung. Das zweite, was der Atem uns zeigt, dass es immer, auch wenn wir das gar nicht mitkriegen, mit Anstrengung verbunden ist. Auch wenn wir durch dieses lange Gewöhntsein das gar nicht mehr merken, jeder Atemzug ist eine Art von Energieaufwand. Entweder, dass wir den Atem einholen oder dass wir den Atem oder die verbrauchte Luft wieder herausblasen. Und im Grunde ist das ganze Leben ein Überlebenskampf. Denn kurze Zeit ohne Atem, ja, ist schlecht und eine kurze Zeit mit nicht ausgeatmeter Luft ist auch schlecht. Es ist ständiges Her damit und weg damit. Und das Letzte, vielleicht das Subtilste, nicht am einfachsten erkennbare, dass es sich bei diesem Vorgang um einen autonomen Prozess handelt. Tatsächlich kann man immer mal wieder bewusst ein- und ausatmen, man kann auch mal die Luft anhalten, aber die allermeiste Zeit des Lebens und des Tages und vor allen Dingen schon mal der Nacht geschieht der Atem von selbst. Also man kann da gar nicht sagen, ich atme, sondern es wäre besser zu sagen, es atmet, es tut sich so. Und wenn man das ein bisschen von der analytischen Seite, von der Erkenntnisseite ein bisschen tiefer noch treibt, dann kann man sagen, was ich schon anfangs erwähnt habe gestern, dass der Atem erstmal der Repräsentant unseres Körpers ist, aber damit zugleich auch der Repräsentant der Daseinswirklichkeit ist, zumindest von dem Teil, den wir das materielle Dasein nennen. Mit anderen Worten, wenn wir den Atem genauer betrachten und untersuchen, sagt er uns und vermittelt er uns die wesentlichen Einsichten über unsere Existenz, zumindest über die materielle Existenz. Und wenn der Buddha die Eigenschaften unseres Daseins beschreibt, dann nennt er die berühmten Tilakana, die berühmten 3 Daseinsmerkmale. Er sagt nämlich, jede materielle Erscheinung, egal welche, hat diese 3 Grundeigenschaften. Die erste nennt er Anicca, Wandelbarkeit, Vergänglichkeit. Und dafür steht der Atem. Da ist nie Stillstand, da ist immer nur Kommen und Gehen, ist immer nur ein Geschehen, ist immer nur Ereignis, ist immer nur das, was man Prozesshaftigkeit nennen kann, aber nie ein statisches Sein. Es ist immer nur Werden und Vergehen.
Und das zweite Daseinsmerkmal nennt er Dukkha, nicht Unvollkommenheit. Manchmal wird auch Leidhaftigkeit dazu gesagt, weil der Atemvorgang zeigt uns ja, es gibt nie einen Stillstand, wo man sagen könnte, ja, so kann es bleiben. Sondern der Atemvorgang zeigt ja immer, dass etwas passieren muss, was nicht gerade da ist. Entweder man hat zu viel Energie, Luft in sich, dann muss es wieder raus, oder man hat zu wenig, dann muss das wieder rein. Also es ist immer ein Zustand der Unvollkommenheit. Man ist nie irgendwo am Ziel, sondern es geht immer weiter. Man muss immer wieder den nächsten Atemzug tun, weil man am endgültigen Frieden nicht angekommen ist. Und das letzte Daseinsmerkmal nennt der Buddha Anatta, Ichlosigkeit, Selbstlosigkeit. Ihr könnt es ja mal probieren nachher. Guckt mal bei dem Atem, wo ist denn da ein Ich? Wo ist da derjenige, der einatmet oder ausatmet, der den Atem besitzt oder hat oder kontrolliert? Der ist im Grunde nirgends erkennbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dabei, den Atem jetzt als Lehrer zu beobachten, der uns sagt, dass alles, was wir erfahren, drei Eigenschaften hat. Es kommt und geht, es wandelt sich. Es taugt nicht wirklich, um dabei zu verharren. Und last not least, ein Ich, eine bleibende, kernhafte Substanz ist da nirgends zu finden. Und das wäre die Übung, die wir jetzt die nächsten, ja, sagen wir wieder 20 Minuten machen, um mal zu sehen, ob das, was ich jetzt gesagt habe, ob sich das in uns wiederfindet. Und in 20 Minuten sehen wir uns wieder und ja, tauschen uns aus über das, was passiert ist oder nicht. Fragen zur Methode. Ich glaube, die Methode ist an sich ganz einfach, zur Ruhe zu kommen, Achtsamkeit vor sich aufzubauen, wie Basistext heißt, und die Achtsamkeit auf das lenken, was wir den Atem nennen. Und dabei einfach nur hinschauen, ja? Nicht kommentieren, nicht urteilen, nicht verändern und eingreifen, sondern nur gucken, was tut sich in diesem Moment. Okay? Nur fließen und Stillstand, niemals Stillstand.
Der Atem kommt und geht. Und wo Kommen und Gehen ist, ist noch Unruhe. Und wo Unruhe ist, kann kein vollkommener Frieden sein. Der Atem kommt und geht von ganz alleine. Da ist kein Ich, das ihn besitzt oder lenkt.
Kommentare. Wolfgang. Ich habe versucht, diese Beobachtung zu machen. Ich denke, es ist irgendwo gelungen. Also man sieht die Veränderlichkeit, man sieht die Ichlosigkeit. Die Anstrengung habe ich nicht bemerkt. Es ging vollkommen leicht. Und die ganze Zeit war der Atem ganz, ganz gleichmäßig. Ich kann mich nur an einen tieferen Atemzug erinnern, den ich mitgekriegt habe. Ich fand es eigentlich nicht so spektakulär. Muss ich gerade überlegen, ja? Also ich hätte es niemals. Ich bin mehr als da gilt das berühmte Wort weitermachen, ja? Weil im Grunde gibt es gar nichts Spektakuläres. Aber wir erwarten das Spektakuläre an der falschen Stelle. Das Spektakuläre liegt immer im Einfachen. Und zwar sind diese Vorgänge so einfach, dass wir sie gar nicht tief genug zur Kenntnis nehmen. Und gerade dieses, wenn du sagst, es geht leicht, ja, macht das erstens für den Moment gelten und macht das subjektiv für den jetzigen Zustand gelten. Schon wenn du einen Berg hochläufst, ja, hört das schon auf mit dem leicht. Und vor allen Dingen ist das Wichtige dabei, wir haben gar keinen Vergleich. Dadurch, dass wir seit der Geburt immer in diesem Atemprozess sind, wissen wir nur, was schwieriger ist als das normale Atmen. Wenn man Bronchitis hat, wenn man Asthma hat, wenn man einen Berg hochläuft, wenn man ein Fahrrad fährt, dann wissen wir, es ist schwerer als sonst. Aber wir haben im Grunde nie den Vergleich, wie ist es denn ohne Atem. Ja? Wenn wir diesen Vergleich mal hätten, und da zielt ja die Ruhemeditation hin, wenn der Atem mal wirklich so still ist, dass er wie nicht da ist, dann merken wir erst die Dramatik, wenn diese Maschine wieder angeleiert wird. Denn das kann man schon physiologisch nachvollziehen, jeder Atemzug ist eine Kraftanstrengung für den Muskel. Da wir den tieferen Frieden nicht kennen, meinen wir, das ist doch ganz normal. Ja? Deshalb ist es eine Beschreibung, eine richtige Beschreibung deines momentanen Wahrnehmungsverhaltens. Aber ich sage dir, wenn du die tieferen Formen von Ruhe und Stille kennst, würdest du sagen, ach, jetzt geht die Maschine wieder los, dieser Blasebalg, wuff, 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 rein, raus. So, Thomas, jetzt muss ich mir das merken. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, Thomas. Das war komplett. Also der Bruder sagt, man lebt nur einen Atemzug. Und ich habe so die Punkte betrachtet. Also für mich war das Bild, als ob ich auf einer Schaukel sitze. Das heißt, das fängt dann mit der ersten Stille an. Da ist absolut Frieden. Das ist wie so eine Geburt. Und dann geht es halt bis zum anderen Anschlag. Also das ist dann die eine Atmung rum. Und da ist dann auch noch kurz Stille. Und dann geht es nochmal zurück. Und das war großer Frieden. Also das war für mich komplett, wie das Leben so ist. Schön. Ja. Also ich betone das nochmal, weil die Übung, die wir nachher machen, gerade diesen Punkt nochmal in Frage stellt. Ja? Also wenn du jetzt diesen Frieden empfindest, ist es okay, weil du die Achtsamkeit dann in diese Richtung gebracht hast. Und wir werden nachher eine Übung machen, wo die Achtsamkeit in eine andere Richtung geht. Da wird man sehen, je nachdem ist das Ergebnis ein anderes. Ja. Aber das ist ja schon auch eine Form der Atembetrachtung, dass man zur Stille und zur Ruhe kommt. Das haben wir ja festgestellt. Karin. Ja, ich wollte dich mal fragen, was passiert denn eigentlich, wenn der Atem wirklich anhält? Der kann anhalten, auf einmal weg sein. Und das ist sehr erschreckend. Im ersten Moment. Was passiert da eigentlich? Also der Buddha berichtet ja, dass in den tieferen Formen der Meditation, wir haben gestern über die Jhanas gesprochen, über die Versenkungsstufen. Ja. Sagte, die erste haben wir mal so angetippt. Sagt, in der vierten, wenn die vollendet ist, hört Atem und Herzschlag auf. Faktisch, hört auf. Und dieser Zustand ist maximal möglich für 7 Tage.
Sonst ist der Körper einfach nicht mehr überlebensfähig. Auch ein Buddha konnte maximal 7 Tage diesen Zustand halten, weil sonst sein Körper nicht mehr brauchbar gewesen wäre. Und da passiert gar nichts. Weil in dem Moment die Maschinerie so zurückgefahren ist, dass kein Austausch, kein energetischer Prozess notwendig ist, um diesen Körper zu halten. Das ist wie so ein Tiefschlaf, sagen wir, wie eingefroren und dann wieder aufgetaucht. So, um das mal als Vergleich zu nehmen, grober Vergleich. Wenn Erschrecken auftaucht, dann deshalb, weil man das Gefühl hat, ich habe die Sache nicht mehr unter Kontrolle. Das ist der Punkt. Da meldet sich das Ich und sagt, jetzt passiert was, was außerhalb meiner Kontrollfähigkeit ist. Da lehne ich mich aber dagegen auf. Ja? Wenn man aber jetzt mehr dahin guckt, wo ist denn das Ich und feststellt, im Grunde ist da keins. Das läuft ja ohne meine Kontrolle. Nicht? Die ganze Nacht hast du geatmet, ohne dass da jemand geguckt hat. Geht's jetzt rein oder raus? Das ist passiert. Ja? So, und diese Meditation wird dazu führen, dass man sich auch mal den Dingen überlässt und sagt, es geht schon gut, ich muss nicht überall rumfummeln. Übrigens, je weniger man rumfummelt, umso besser geht die ganze Sache. Ja. Und das merken ja viele, wenn sie in der Atemmeditation dann meinen, sie müssten eingreifen, weil irgendwas nicht so richtig ist. Entweder sind die Atemzüge zu lang oder zu kurz oder zu lang. Jetzt muss ich doch was machen, damit ich so atme wie alle anderen. Und da merkt man sofort, wie das ins Holpern kommt, ja, wie man sofort in eine Situation hineinkommt, wo es schlechter ist als vorher. Also kurz zusammengefasst, da meldet sich das Ego, das sich noch behaupten will, und sagt, bis hierher bitte okay, aber keinen Schritt weiter, sonst fange ich an zu rebellieren. Und da muss man sagen, okay, mal sehen, wer diesen Streit gewinnt. Ja. Es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren, nein. Es kann allenfalls passieren, dass du in den normalen Modus deiner Aufmerksamkeit und deines Agierens zurückkommst. Ja, kann nichts passieren. So, jetzt hat es sich die Jutta, dann Friedrich und dann Pinto. Und dann der zweite Punkt, den du erwähnt hast, war Dukkha. Das war mir nicht so klar, wie ich bei dem Atem Dukkha erfahren kann. Aber dann habe ich immer angehalten und dann war es mir schon bewusst, dass... wenn ich selbst das steuern will, dass der Dukkha entsteht. Das ist das eine. Und dieses, es atmet, also nicht das Ego, sondern es atmet, da habe ich mich auch gefragt, woher kommt der Impuls des Einatmens? Ist das irgendwie nervlich gesteuert? Also ich habe deutlich gemerkt, dass ich den nicht gebe, ja, diesen Impuls. Ja. Hast du Geduld, Jutta? Ja. Dann stellen wir das 15 Minuten zurück, weil ich nachher genau nochmal auf den Punkt Dukkha zurückkommen will. Das betrifft Wolfgang, das betrifft den Thomas und betrifft dich, weil das ein Aspekt ist, den wir ausblenden oder wo unsere Achtsamkeit noch nicht hinreicht. Also das kommt gleich nochmal auch mit einer Übung verbunden und da wird es sehr viel von der Erfahrung deutlicher, um was es geht. Ja. So, Friedrich. Eben war von Anstrengung die Rede. Anstrengung ist für mich eigentlich dabei gar nicht, außer wenn es darum geht, mich gerade zu halten. Also die Frage ist für mich, welche Rolle spielt die Haltung oder die aufrechte Haltung? Ich habe für mich immer die Schwierigkeit, dass ich da merke nach einiger Zeit, ich falle in mich zusammen. Ja. Und habe das Gefühl, wenn ich mich dann strecke, dass es dann irgendwie besser fließt, würde ich mal sagen, oder dass ich auch besser hingucken kann. Ich hatte eben auch so einen kurzen Moment, einfach eine sehr schöne Erfahrung, so von innen raus irgendwie größer zu werden. Weite, ja. So eine Weite zu kriegen, genau. Ja. Und aber erst so darauf hin, dass ich mich gestreckt habe, ganz bewusst. Das kostet ein bisschen Anstrengung, sonst das Atmen kostet nicht Anstrengung. Ja. Welche Rolle spielt die Haltung? Das ist so meine Frage dabei auch. Also wenn wir mal uns eine Buddha-Statue angucken, ja, gibt ja viele, die den Buddha in der Sitzhaltung zeigen. Und dann hat der immer so eine pyramidale Form, nicht? Die Beine sozusagen im Lotus-Sitz. Senkrecht, und wenn man so ein abstrakt formulieren oder angucken will, ist es wie so ein Dreieck, das man vorne sieht, also wie so eine Pyramide. Das Stabile ist ganz unten, die breite Fläche, und nach oben wird es immer schmaler.
So, und auch in den Texten, die ich gestern vorgelesen habe, steht das sozusagen drin, nicht ausführlich, aber sagt, das setzt sich einer hin mit verschränkten Beinen und aufrechtem Körper. Und das ist einfach notwendig, dass Körper, das Aufrechte des Körpers und das Aufrechte des Geistes irgendwie zusammenkommen. Nicht? Also wenn man sich so irgendwo auf seinen Sessel wirft, ist das vielleicht bequem für einen Moment, aber dann ist auch der Geist so. Ja, so ja. Wenn man gerade sitzt, kontrolliert sitzt, ohne steif zu sein, das wäre das andere Gegenteil. Also verkrampft ist dann auch das Gegenteil. Eine aufrechte, entspannte, gerade Haltung fördert diese beiden Dinge, dass man diese Klarheit und Weite erreicht und dass der Geist fokussiert werden kann. Natürlich, das ist eine Frage der Übung, auch der Achtsamkeit, weil wir normalerweise nicht so sehr darauf achten, in welcher Position ist denn unser Körper. Und eine der Achtsamkeitsübungen, die ich nur mal erwähnt habe, ist die, dass man in jeder, theoretisch in jeder Sekunde weiß, in welchem Zustand befindet sich gerade mein Körper. Bin ich verkrampft? Bin ich in mir zusammengesagt, ja, weiß ich überhaupt, was die Glieder machen oder haben die auch ihr autonomes Leben? Ja. Also wenn ich auf meine Arme achte und ihr auf meine Hände achtet, dann merkt ihr, die haben so ein automatisches Eigenleben. Ja. Das wirst du von einem Buddha nicht finden, der in der Luft rumfuchtelt, wenn der irgendwas erzählt. Oder wenn wir uns beobachten, oder wenn wir uns nicht beobachten, einen anderen mal beobachten, da gibt es ja dauernd nur ein Hin und Her dieses Körpers. Wer kann denn mal ganz in Stille für eine halbe Stunde ohne Bewegung sein? Das ist hier uns gar nicht drin, weil da so viel Eigendynamik drin ist. Warum ist diese Eigendynamik drin? Ja, weil unser Inneres, unser Chitta nicht zur Ruhe gekommen ist. Das ist dieses innere Vulkansituation äußert sich sofort in diesen unwillkürlichen Körperbewegungen. Zu dem Dukkha kommen wir gleich nochmal, zu der Anstrengung. Ich behaupte, es ist eine Riesenanstrengung. Nur wir wissen es gar nicht. So, Pintong, dann Magdalena. Zuerst bedanke ich mich für dich. Diese Übung hat mich etwas zu einer neuen Denkweise gebracht. Zuerst mal bei der Beobachtung der Atmung habe ich bei mir festgestellt, dass bei den Einatmung habe ich ein bisschen mehr Energieverbrauch als bei der Ausatmung. Mhm. Aber in den Punkten von Dukkha habe ich festgestellt, dass es gibt zwei Wege. Denn bei der Atmung kann auch so ein heilsames Ziel geben, dass ich zur Befreiung komme und unheilsame Ziel, dass ich mit meiner Atmung Lummheit machen könnte. Sehr wohl, ja. Ja, das habe ich so festgestellt. Ja. Deswegen bin ich dir sehr dankbar. Gerne doch. Ja, muss dem Buddha dankbar sein, weil es kommt ja nichts von mir. Denkt immer dran, es kommt nichts von mir. Ja? Wo ist er? Nein, das ist der Repräsentant. Ja. Aber zu dem Dukkha-Aspekt kommen wir gleich noch, weil das eigentlich der Knackpunkt ist. Ja? Der Buddha sagt ja doch, ich lehre den fühlenden Wesen, nicht den intellektuellen Wesen, sondern den fühlenden Wesen. Warum? Weil sie lebenslang unter Dukkha leiden, ja? Weil sie unter Schmerz und der Unvollkommenheit zu leiden haben. Nur man merkt gar nicht, wie weit das reicht. Die Magdalena wäre dran, wenn sie bereit ist. Ja, ich habe deutlich gespürt, wie es atmet, wobei mein Atem unregelmäßig war. Also das war nicht so die schöne Schaukel wie bei dir. Also es war durchaus Unruhe da, aber was ich festgestellt habe, ist, dass in dem Übergang, also von Einatmen und Ausatmen, dass da die größere Ruhe war. Mhm. Und in der Atemlehre, da hatte ich noch eine längere Ruhe als in der Atemfülle. Und also das war richtig ruhig. Also. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass jede Zelle eigentlich atmet von meinem Körper. Und wenn ich das ins Bewusstsein kriegte, dann konnte ich auch gut sitzen.
Also dann hatte ich nicht, in irgendeiner Stelle hatte ich eine Verspannung oder manchmal ist es Schulterschmerzen. Mhm. Und wenn ich das so gespürt habe, dass jede Zelle atmet, dann kam die Ruhe so in den ganzen Körper. Gut, ja, Wolfgang. Ich habe noch eine Ergänzung zu dieser Haltung bei der Meditation. Ich habe als auch schon mal meditiert im Liegen. Auf dem Rücken liegen, gerade liegen, die Hände neben mir. Ich bin jetzt nicht jemand, der dann einschläft. Das war gar nie ein Problem. Und hier und da hat das eigentlich ebenso gut funktioniert wie im Sitzen. Was sagst du denn dazu? Wenn es funktioniert, ist okay. Wichtig ist, dass der Körper stabil ist. Ja. Ja? Dass die Körperhaltung nicht ablenkt. Ja, wenn man in einer gewissen stabilen Haltung sich bewegt, ist der Körper auch entspannt oder kann leichter entspannen, als wenn es eine unnatürliche Haltung ist. Der Buddha spricht von der Sitzhaltung, weil er ja oft die Jhanas lehrt, wo ab einer bestimmten Stufe der Versenkung auch die Kontrolle über den Körper verloren geht. Der Körper wird ja sozusagen mal in Ruhe geschickt. Und da ist es immer gut, wenn man so stabil sitzt, dass man nicht umfällt. Das ist der Hintergrund. Und viele christliche Mystiker, die auch in solche Zustände gekommen sind, aber nicht genau wussten, was ist denn das für ein Zustand, wie komme ich da rein, sind dann entweder im Gehen, im Knien oder sonst wo in diesen Zustand gefallen und dann im wahrsten Sinne des Wortes auch physisch hingefallen und haben sich verletzt. Aber da der Buddha genau diese Zusammenhänge beschrieben hat, wann welcher Bewusstseinszustand eintritt, wann man den Körper nicht mehr kontrolliert, weil man ihn da auch nicht mehr kontrollieren braucht, muss man ihn so parken, wie ein Auto geparkt wird, dass es nicht einen Abhang runterrollt, während man gerade einkaufen geht. Das ist der Hintergrund. Liegen wird deshalb nicht empfohlen, weil viele Leute einschlafen dabei, nicht? Also da ist einfach die Assoziation, flach liegen heißt, jetzt ist es abends 10, 11, 12, Ruhe bis morgen, bis der Wecker klingelt. Da ist man so programmiert in diese Richtung. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn man die Achtsamkeit bewahren kann, nichts dagegen zu sagen. Ja? So, der Jürgen war der, der sich zuerst gemeldet hat. Ich hätte vorhin noch mal zu Dukkha was gehabt. Nein, bei mir war das so, dass ich am Anfang an der Einleitung der Meditation totalste Kämpfe hatte mit dem Einatmen. Ja? Das war für mich eine Last. Ja? Wie wenn ich einen Stein im Berg hochtrage. Und dann hat sich mit der Zeit dann etwas gemildert und dann ist es in eine hohe Pendelphase eigentlich übergegangen. Aber das habe ich vielmals irgendwie, dass ich am Anfang kämpfen muss, ja, also das Ausatmen weniger, aber das Einatmen, dieses beschwerliche Einatmen eigentlich in der Ruhe dann, oder das, ist das dann das Einbleiben der Ruhephase oder das? Also ich habe mir sagen lassen, ohne Näheres darüber zu wissen, dass es zwei Typen von Menschen gibt. Die einen atmen lieber ein, ach wie gut, und merken jetzt sehr, wenn sie ausatmen. Und die anderen atmen lieber aus, und merken nicht, wenn sie einatmen. Ja, das ist eine Typfrage, aber ich kann nicht mehr dazu sagen, was die tieferen Hintergründe sind davon. Und das mag sein, dass man das eine mehr als Belästigung empfindet, zumindest zeitweise, und das andere mehr als Entspannung empfindet. Okay. Und das ist typunabhängig. Ich glaube, das sind die Sonnentypen und Mondtypen oder so. Geht das, sagen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Ina. Ja, bei mir war das so, dass ich irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist es aber ruhig. Ruhig. Und dann habe ich gedacht, wo ist das jetzt? Und das war in der Atempause. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit den Atempausen? Die war bei mir aber immer nur, also länger und stiller, weil nach der Ausatmung, dann habe ich so festgestellt, nach der Einatmung nehme ich die eigentlich ja gar nicht wahr. Dann habe ich mir gedacht, nee, also jetzt hörst du mal auf zu denken, das ist jetzt nicht das Thema, wie der atmet. Und dann lag praktisch in dieser Atempause plötzlich eine Tür. Und da habe ich dann auch eigentlich, ja, war jetzt durch, aber nee, da kam ja schon wieder der Einatmen. Das fand ich dann schon ein bisschen dugger. Ja, ja. Dass es weiterging. Das sind wir beim Thema, wo wir da kommen wir gleich jetzt hin. Ja, weil, ich halte, okay, lasse liegen,
die kam, ja, die ist auch nicht mehr weg. Ja, also, ja, ja, gut. Die lag da so. Ja. Dann lass mich liegen. Also bist du mehr ein Ausatmentyp? Das hat sie dir sozusagen gezeigt. Ja, dir ist es angenehmer auszuatmen und dann kurz im Frieden zu verharren, wenn der Teil rum ist des Atems. Ja, dann weißt du da unten schon, es geht wieder weiter. Das ist du gerade, da kommen wir gleich hin. Ja, genau. Ja. So, die Manuela. Ich fand in dem Weiter gerade das Schöne und das Beruhigende, weil sich so eine Gleichmäßigkeit zwischen Ein- und Ausatmen eingestellt hat. Und ich hatte so das Bild vom Meer, von Wellen kommen, gehen wieder zurück. Und das war sehr ruhig. Wobei ich auch das Gefühl hatte, das ist jetzt idealtypisch, weil so eine Gleichmäßigkeit und so ein Gleichgewicht ist immer so der Wunsch, den man hat. Und immer so, ich habe es dann auch leicht und ein Tragen. Aber es war ein gutes Gefühl. Ich merke jetzt in euren Beiträgen, und beobachtet euch mal selbst, wie ihr immer hin und her pendelt zwischen der Atemmeditation, die in die Ruhe führt, nicht, und der Atemmeditation, die zum Erkennen führt. Und da sind wir noch nicht richtig dran. Ja, ihr habt mehr oder weniger beschrieben, wie so diese innere Veränderung des Gemüts stattfindet. Und da gibt es einen schönen Vergleich, den ihr euch vielleicht mal merkt, der diese beiden Meditationsarten in ein Bild bringt. Du hast schon von dem, was hast du gesagt, Pendel, Schaukel. Du hast jetzt von den Wellen kommen und gehen. Und es gibt noch eins von der Säge. Ja? Und die Säge kann man ja unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Einmal hin, her, hin, her, hin, her. Das wäre mehr so der Aspekt Bewegung und das Lernen, das Veränderlichkeit und Wandelbarkeit ist. Man kann aber auch die Säge an dem Punkt beobachten, wo die Zähne sozusagen das Holz berühren. Ne? Das heißt, man bleibt dann immer an einem Punkt, die Säge bewegt sich hin und her, aber man bleibt in der Beobachtung an einem Punkt und kommt dadurch zur Stille. Ja? Das eine ist die Fokussierung auf das Nichtbewegliche, sprich Harmonisierung, Stille. Das andere ist das Hingucken, da ist ja noch Kommen und Gehen, hin und her, vor und zurück. Und je nachdem, was man sich genauer anguckt, ja, kommt entweder in die eine Richtung der Meditation oder in die andere Richtung. Und dann könnt ihr mal daran feststellen, was mache ich denn gerade? Ja, bin ich gerade mehr beim Beobachten dessen, was passiert? Oder bin ich gerade dabei, mich auf den Weg zu schicken, kommt doch ein bisschen zur Ruhe. So, die Antonia ist die Letzte jetzt. Ja, ich habe ein deutliches Gefühl von Element von Gier gespürt. Also irgendwie so Gier nach Luft. Das merkt man auch daran, dass ich immer die Fenster aufreiße hier. Also das ist natürlich ganz klar Dukkha, dass nie genug da ist. Man immer das Gefühl hat, es reicht nicht. Das war das. Und wir sollten ja betrachten, dass diese drei Daseinsmerkmale, also die sind ja, das ist ja nichts Schönes. Und das hat mir nicht so gefallen, weil es ja nicht schön ist, es ist ja keine schöne Betrachtung jetzt. Da habe ich gemerkt, wie ich immer wieder davon wegdrifte, in was Schöneres. Aber Gott sei Dank hast du immer zwischendurch mal wieder gesagt, worum es geht, das hat mir dann geholfen. Aber ich habe wirklich gemerkt, es ist schwer, über was zu meditieren, was nicht erstmal so schön ist. Und was ja, es geht auch um Sachen, die nicht toll sind, also in unserem Leben. Und das fand ich gut. Also den Solaren und lunaren Atem, also mir hat mal sehr geholfen, ich habe ein Buch darüber gelesen. Und als ich wirklich gemerkt habe, ich muss in der Meditation, also für mich ist es wichtig, das Einatmen zu betonen, denn seitdem geht es viel leichter. Also ich habe vorher viel zu lange ausgeatmet und das sprengt mich total an, da war ich immer total fertig. Und seitdem ich weiß, ich muss kräftig einatmen, geht es wirklich leichter. Das ist schon wichtig, mal zu beobachten. Ja, gut. Ich will einen Satz mal vorab sagen zu dem Nicht-Schön. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es gibt eine Aussage des Buddha, die sicher öfter wiederholt wird. Wer mit tiefem Blick die Vergänglichkeit beobachtet, der empfindet Entzücken. Also genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Warum? Ja? Wenn ich etwas beobachte, ist es in dem Moment außerhalb von mir, wird so empfunden. Ich kann nur beobachten, was sozusagen nicht ich bin, was nicht als ich empfunden wird.
Und wenn man etwas beobachtet, dann hat es mit einem selbst nichts mehr zu tun. Wenn man den Atem beobachtet, dann ist der draußen, so wie wenn man ein Bild betrachtet. Und wenn ein Bild runterfällt, das kann einem nicht wehtun, sei es ein Rembrandt, ist kaputt oder sowas. Ja? Und das ist es gerade, wenn man etwas beobachtet in seinen tatsächlichen Eigenschaften, dann merkt man, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Das findet da irgendwo statt, aber das tangiert mich doch überhaupt nicht. Ja? Also deshalb ist das keine Meditationsmethode, die uns nun depressiv machen soll. Ach, jetzt geht das schon wieder los, um Anatta, um Dukkha, nicht schon wieder, gibt's nicht was anderes. Gibt da was anderes, ja. Aber diese Betrachtungen sind wie alle Betrachtungen letztlich befreiende Betrachtungen. Wir sind doch nicht an dem Punkt, ja, wir üben ja, wir sind ja alle Übende, wir sind nicht an dem Punkt, dass wir das so schon merken. So, der Michel als allerletzter. Ich wollte noch sagen, zu dem Schön und Unschön, das ist ja speziell bei der Körperbetrachtung, zu dem jetzt ja auch Anapanasati gehört, ist es ja eigentlich so, dass man eigentlich diese Gegensätze überwinden sollte. Also es gibt ja auch die Betrachtung des Unschönen. Mhm. Also wenn man jetzt quasi die inneren Bestandteile des Körpers betrachtet, das soll ja nicht dazu führen, dass man jetzt Ekel oder Abscheu quasi sich angewöhnt dem Körper gegenüber, sondern dass man klar sieht, dieser Körper ist so. Ja. Und das ist jenseits von Schön oder Unschön, sondern solange fleischliche Leiber da sind, sind die so beschaffen. Und das ist einfach, ich denke, da geht's halt hin. Ja, also es geht dahin, einfach nur zu zeigen, was ist. Ja? Also Illusionen zu zerstören. Und zerstörte Illusionen tun vielleicht im Moment weh. Ja, weil man sie gewöhnt ist. Das ist ja die geistige Heimat. Man tut es erstmal weh, wenn diese Dinge in einem zusammenbrechen. Aber jede Illusion, die weg ist, ist unterm Strich eine Befreiung. Und wir werden von drei Illusionen befreit. Von der ersten, dass alles stabil ist und bleibt. Von der zweiten, dass es irgendetwas in der Welterscheinung gäbe, was wirklich befriedigend ist. Und das dritte, dass etwas so wie ein kontrollierendes, stabiles und souveränes Ich existiert. Das sind die drei Illusionen, mit denen wir leben. Mehr oder weniger schlecht leben. Und die werden uns genommen. Wer wacht, sagt ja, wenn die Illusionen einem genommen werden, dann ist man erstmal in einer Situation eines Kälbchens, das mit Wehgebrüll seiner Mutter entrissen ist. Ja? Wir waren die ganze Zeit mit der Mutter zusammen, es war schön, und jetzt gehen wir einen Schritt in die Freiheit und schreien erstmal, weil wir mit dieser Freiheit gar nicht umgehen können und wollen wieder sozusagen zur Mutter zurück, aber das geht nicht mehr, wenn man geboren ist. Und wenn diese geistige Geburt in uns da ist, dass wir die Dinge real sehen, tut's erstmal weh, weil die Illusion weg ist, aber das Kälbchen springt relativ schnell dann auf seine Weide rum und ist ja noch in der Nähe der Mutter, die ist ja noch da. Aber das Kälbchen wird immer selbstständiger, bis es irgendwann mal völlig unabhängig ist von der Mutterkuh. Das ist so die psychische Entwicklung, in der man sich befindet, oder ich sage hoffentlich befindet, diesen tiefen Einblick mal zu haben, diese Freiheit der geistigen Geburt zu erfahren, um mit der Zeit auch von den Geburtsschmerzen frei zu sein. Das ist der Weg. Ja. Du bist die allerletzte. Ich kann jetzt nochmal ganz kurz dazu, nämlich eine Frage zu diesen drei Illusionen. Du hast gesagt, dass also es ist eine Illusion, dass ein kontrollierendes, stabiles Ich existiert. Ja. Würdest du aber sagen, es ist schon keine Illusion, dass es eine stabile Essenz hinter dem Ich existiert? Also sozusagen ein Wesenskern, der, wenn jetzt zum Beispiel ich als Person stirbt, trotzdem noch weiter existiert? Letzteres ja. Aber trotzdem nicht unveränderlich. Der Buddha sagt nicht, es gibt kein Ich. Jeder erfährt ja etwas, was der Ich nennt. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir diesem sogenannten Ich die Eigenschaft ankleben, unveränderlich. Ja? Also wenn die Christen sagen würden, ja, dieser Körper zerfällt, das weiß doch jeder. Aber tief in dir ist etwas
Unveränderliches, was den Tod überlebt. Dann würde der Buddha sagen, nein. Er würde sagen, es gibt etwas, was diesen Körper überlebt, aber auch das ist im Wandel. Da bleibt nichts auf Dauer mit sich selbst identisch. Sonst würde er nicht über Fortexistenz und Wiedergeburt sprechen. Aber das ist, wie unser Leben jetzt, auch dann ein veränderlicher Prozess. Ob man da jetzt ein Etikett dran klebt, ich, ja, wenn man da runter geht, glaube ich, die Richtung, ich weiß es gar nicht, da fließt der Rhein. Da fließt er. Lieber Rhein, hallo. Ja, der fließt ja nur. Und trotzdem sagen wir Etikett Rhein. Ja, das ist eine Konvention. Da tut sich dauernd was. Und das Stabile ist der Name oder der Eindruck, dass da etwas Stabiles wäre. Jetzt kommen wir zu Dukkha. Was hat der Atem mit Dukkha zu tun? Sag nochmal die dritte Illusion, die habe ich irgendwie nicht mehr gesehen. Erste ist Anicca, so Anicca, Wandelbarkeit. Ja. Zweite, Dukkha, taucht nichts. Dritte, Anatta, es ist keine bleibende, souveräne Substanz, Ichlosigkeit, Substanzlosigkeit. Kommen wir zu Dukkha, ja? Bitte? Pause nach dem Programm um 11 Uhr. Ja, das Leben ist Dukkha, ja, genau. Ich habe gestern gesagt, wir sind nicht zum Vergnügen da und schon gar nicht zur Pause da. Also, Bindong, 20 Minuten muss nur aushalten. Ich will einen kleinen Vorspann nochmal machen, dass wir das richtig einsortieren, was wir jetzt angehen. Hintergrund ist folgender, wir haben es mit Achtsamkeit zu tun. Und der Buddha sagt, es gibt grundsätzlich 4 Objekte, auf die man Achtsamkeit richten kann. Und wir haben die ganze Zeit eigentlich den Körper als Objekt unserer Achtsamkeit genommen, weil das Gröbste sozusagen ist, was man am ehesten und schnellsten feststellt. Es gibt aber eine subtilere Form der Betrachtung. Das ist dann, wenn die Achtsamkeit sich auf die Gefühle richtet. Denn jede Wahrnehmung, die wir haben, ist immer verbunden mit irgendeinem Gefühlsaspekt. Entweder angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl oder irgendwie neutrales Gefühl. Und was wir jetzt an Übung machen, ist der Versuch, dem Gefühl mal auf die Spur zu kommen, weil unangenehme Gefühle natürlich eine Hauptart von Dukkha sind. Und meine Behauptung ist, dass mit jedem Atemzug Dukkha verbunden ist, ja, unmittelbar, man muss es nur merken. Und wir sind so grob gestrickt, dass wir das nicht mitkriegen. Stellt euch jetzt Folgendes vor, also es geht wieder nur um Ein- und Ausatmung, aber wo guckt man hin? Wir fangen mal an in der Situation, wo wir eingeatmet haben. Die Einatmung ist vollzogen. Und stellen uns mal einen Moment Stille vor. Ja, was passiert dann? Erst ist es schön. Ah, Atem ist, Lunge ist voll. Nur mal eine Sekunde jetzt überlegt, dann stellt sich auf einmal sowas wie Spannung ein. Und wenn man länger den Atem anhält, wird das ganz deutlich. Dann tut's irgendwie weh, unangenehmes Gefühl. Was macht man? Man reagiert und atmet aus. Ach, wie schön. Spannung lässt nach. Angenehmes Gefühl erscheint. Jetzt ist ausgeatmet, ist ein Moment Stille, auf einmal fängt wieder eine Spannung an. Es fehlt was, Mangelgefühl. Also was mache ich? Einatmen. Ach, wie schön, Luft ist wieder da, verstehst du? Dann habe ich eingeatmet, und da ist wieder zu viel an Verbrauch der Luft da. Spannung steigt, unangenehmes Gefühl steigt auf. Ich muss wieder ausatmen, weg mit dem Zeug. Und dann ist der Atem sozusagen wieder entspannt, angenehmes Gefühl, Ruhe, das habt ihr ja schon beschrieben. Ach, wie schön, nach ganz kurzer Zeit fängt wieder eine Spannung an. Mangelgefühl, unangenehmes Gefühl. Was macht man? Man atmet wieder ein.
was passiert denn da in dem Moment? Ein permanenter Wechsel zwischen unangenehmem Gefühl, angenehmem Gefühl und in den Ruhepausen ein neutrales Gefühl. Und jetzt sagt mir einer, dass nicht in jeder Sekunde Dukkha ist. Abgesehen von dieser Anstrengung, die ich durchaus so nenne, diesen Bewegungsapparat ständig in Gang zu halten. Das kommt dazu. Ja. Da könnt ihr sagen, ja, wenigstens in den Atemzügen selbst liegt ja sowas wie Entspannung. Aber auch das ist eine Bewegung. Und wo Bewegung ist, braucht es Energie. Wo Energie nötig ist, ist Frieden nicht vorhanden. Nur ist es so, bis gleich dann. Nur ist es so eine gewöhnte Situation für uns, dass wir diesen Dauerschmerz nicht mitkriegen. Wir kriegen ihn dann mit, nicht, wenn wir mal unter Wasser sind und für eine Minute keine Luft kriegen. Dann merken wir erstmal die Dukkha-Situation, was es heißt, keinen Atem zu kriegen. Und wenn wir länger die Luft anhalten würden, nicht ausatmen dürften, dann würden wir auch ganz manifest merken, was es heißt, diesen Prozess nicht zu steuern oder nicht mehr fortsetzen zu können. Oder Thomas hat eine Frage. Bitte? Oder wenn man so ein Kontrollierer ist und dann den Atem mitbeobachtet und immer wieder kontrollieren möchte. Kommt nur erschwerend hinzu, wenn der dann noch macht, was er will. Ja, und nicht, was er soll. Ja. Thomas? Diese philosophische Frage, also für mich ist, wenn ich das akzeptiere, wie das ist, ist es dann noch Dukkha oder bin ich dann noch nicht tief genug? Also für mich ist das so okay, also ich bin da ganz im Frieden. Das ist halt, ich komme und gehe und ist für mich kein Gefühl dabei. Dann bist du einfach zu bescheiden. Das ist der Punkt. Du bist zu bescheiden, indem du sagst, ist so in Ordnung. Wenn es in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Ja? Also für den Moment. Was beschreibt der Buddha? Er beschreibt Dukkha in jeder Form, bis in die letzte Verästelung. Und dann sagt er, willst du haben oder willst du nicht haben? Wenn du sagst, will ich behalten, das reicht mir, okay, reicht dir, lass es gut sein. Ja? Könnte er dich mal in eine Situation hineinbeamen, wo du erfahren könntest, was ist denn oder was wäre denn ohne alles? Du würdest keine Minute zurückkommen wollen. Ja? Aber da du das so gewöhnt bist, ist das der normale Zustand. Du kennst schlimmere Zustände, wenn du erschöpft bist, K.O. bist, wenn du so einen Hund hechelst, dann weiß man eben, bin ich nicht in dieser normalen Pendelsituation. Wir kennen das Negativere dazu, aber nicht das Positivere dazu. Und das Positivste wäre das, was ich vorhin als das vierte Jhana beschrieben habe, wo Körpertätigkeit aufhört. Diese ganze Maschinerie, die ja dauernd in Bewegung ist, ist ja nicht nur der Atem, sondern es ist Herzschlag, es ist Kreislauf, es ist Verdauung, da ist ja endlos, ist in dieser Fabrik was los. Und in der Fabrik weiß man, da freut man sich aufs Wochenende, wo man mal raus kann, wo man dicht ist. Ja. Aber in dieser Maschinerie, in dieser Fabrik gibt es kein Wochenende, gibt es keinen Urlaub, gibt es keine Pause, das ist immer so. Deshalb wissen wir nicht, was eine Pause heißt überhaupt. Nur so viel dazu. Man muss sich keinen Stress machen, wo keiner ist, aber zumindest man merkt Posten, es gibt unter Umständen noch mehr zu tun. Oder es gibt unter Umständen noch etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, mag ich. Gut, dann testen wir das. Jeder weiß. Einfach mal gucken, wie ändern sich die Gefühle. Darauf kommt es an. Wie ändern sich die Gefühle im Einatmen und Ausatmen? Und wie gesagt, wer das nicht gleich spürt, der soll einfach mal diese Pausen ein bisschen willentlich verlängern. Also vor dem nächsten Einatmen ein bisschen länger halten und vor dem nächsten Ausatmen auch ein bisschen länger halten, dann wird es nochmal ganz kräftig. Dankeschön. Auf dein Wohl. Zu viel Hitze. Zu viel Hitze, ja. Du hast so viel Hitze jetzt. Ja, Tumor vorhin probiert, jetzt ist mir zu heiß. Ja.
jetzt nur 10 Minuten sozusagen Schnupperkurs, gell?
Wolfgang, du warst der Erste, ja. Also ich habe dieses angenehme und dieses unangenehme Gefühl bemerkt, wenn ich die Einatmung aufgeschoben habe und die Ausatmung aufgeschoben habe. Und ich frage mich, weil du gesagt hast, der Zucker ist immer da, ob wir nicht so konditioniert sind, dass wir sozusagen die allerkleinsten Anfänge von dem unangenehmen Gefühl schon übersteuern mit einem Einatmen oder mit einem Ausatmen, jedes Mal, egal was dran ist. Dass das vielleicht die Ursache ist, dass es einem so vorkommen kann, als wäre kein Zucker da. Kann das so sein? Ja, das ist sehr richtig beobachtet. Ja. Viel von unangenehmen Gefühlen tauchen gar nicht auf, weil wir das Entsprechende tun, um sie sozusagen zu beseitigen. Nehmen wir mal ein schlichtes Beispiel. Heutzutage empfindet man so viel Hunger und greift sofort irgendwo hin. Ja? Oder man nascht irgendwas. Deshalb kennt man bei uns sowas wie Hunger kaum. Ja? Wer wüsste schon in normaler Situation, was Hunger ist? Nur wenn du 3 Tage mal nichts gegessen hast, ja, oder einen Tag oder so, dann hast du wieder ein Empfinden dafür, was Hunger ist. Also das heißt, wenn Dukkha gespürt wird und man tut sofort was dagegen, ist es wie weg. Und trotzdem ist es da. Und das macht ja gerade unsere Lebensproblematik aus, dass wir permanent beschäftigt sind mit irgendwelchen Impulsen, die auftauchen, sofort dahin und da hast du was. Ja, bloß, dass du dir Ruhe gibst. Und das geht so lange gut, wenn man Hunger hat und hat was zu essen, geht's gut. Ja? Nur das ist ja nicht die Lebenssituation, dass man auf alle Bedürfnisse gerade das hat, was man braucht. Jutta. Ja, ich habe festgestellt, dass die Pause, die ich nach dem Einatmen verlängere, ein anderes Gefühl hervorbringt, also wenn ich es verlängere, als beim Ausatmen. Wenn ich die Pause sehr lange mache nach dem Einatmen, habe ich so das Gefühl von, ich platze gleich. Und wenn ich das beim Ausatmen mache, habe ich irgendwie so das Gefühl, das geht alles in meinen Bauch rein. Und dann habe ich bemerkt, dass diese Gefühle irgendwie von dem Nervensystem im Bauch werden. Also habe ich so die Empfindung. So nimmt man es wahr. Ja. Also das deutet wieder darauf hin, was vorhin schon gesagt ist, dass einfach das subjektive Empfinden unterschiedlich sein kann. Je nachdem, ob man sich mehr über das Ein- oder Ausatmen freut. Ja, bei dem einen ist das eher eine Verlängerung. Ach, wie schön, jetzt ist die Luft draußen. Und der andere empfinden, ach, wie schön, jetzt habe ich wieder genug. Ja, es war beides unangenehm, ja. Wenn ich sehr, sehr lange. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Ja, klar, weil immer ein Mangelsystem sich zeigt. Entweder Mangel, dass die verbrauchte Luft noch da ist, also nicht weg ist, oder Mangel, weil frische Luft, Sauerstoff nicht vorhanden ist. Friedrich. Ja, aber ist das nicht einfach, also sage ich jetzt etwas ketzerisch, der Tatsache zu verdanken, dass wir am Leben sind, dass wir Lebewesen sind, die brauchen eben Sauerstoff, die brauchen auch hin und wieder was zu essen. Es macht nicht löblich sein, immer gleich beim kleinsten Hunger sich was zu greifen, aber wir benötigen halt bestimmte Dinge, um zu leben, und wenn wir die in unsere Atemluft geben, insbesondere, und wenn wir die nicht haben, dann doch, sterben wir, nicht immer einfach. Also die Vorstellung, dass jemand also 7 Tage ohne Atem und ohne Herzschlag sein kann, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ja, wir sind ja auch normale Menschen. Massive Schwierigkeiten. Ja, wir haben ja auch nur unsere menschlichen Erfahrungen. Und was du sagst, wer nichts isst, stirbt. Das sagt selbst der Buddha. Ja. Nur jetzt will ich das mal, du sagst so ein bisschen provokativ und ketzerisch, jetzt will ich das mal auch provokativ und ketzerisch sagen. Wenn das Leben all diese Eigenschaft hat, ja, jetzt bin ich fast zögerlich, das auszusprechen, warum hängen wir so an diesem verdammten Leben, das doch nichts anderes mit sich bringt, als immer nur Ein- und Ausatmen? Was dann noch mehr? Was bringt denn das Leben unterm Strich, wenn Dukkha
ein Hauptmerkmal ist. Und da wird es wirklich schwierig, weil das Buddhas Lehren, die sagen, wollt ihr von Dukkha völlig frei sein, dann geht es nicht in dem System, das wir Leben nennen. Jetzt schrecken wir zurück, Himmelswillen. Wir wollen leben und schön leben. Ja? Und dann sagt der Buddha, das gibt es zusammen nicht. Leben? Okay. Aber wo Leben ist, ist Dukkha. Wenn ihr das wollt, ist in Ordnung. Wenn ihr kein Dukkha wollt, dann heißt das im Endeffekt, dass man sich auch von diesen Lebensvorgängen letztendlich lösen muss. Was soll das noch? Ja. Unser Problem ist, dass wir seit unausdenklichen Zeiten immer wieder in einem Erlebensprozess drinstecken. Und immer noch glauben, irgendwo gibt es eine Lösung, dass wir sagen, jetzt ist es endlich so, wie ich es brauche, es bleibt so. Das können wir noch weltzeitalterlang probieren. Das werden wir nicht finden, weil im System dessen, was wir Existenz nennen, diese drei Haken drin sind. Wandelbarkeit, Dukkha-Eigenschaft, Unzufriedenheit und Anatta, Nicht-Kontrollierbarkeit. Das ist mit dem System gegeben. Da muss man sich entscheiden, zahle ich den Preis? In Ordnung. Will ich den Preis nicht zahlen, weil es mir die Sache nicht mehr wert ist, dann hat man die Alternative. Aber das ist sehr, muss man sagen, existenziell sehr weitreichend, diese Perspektive. So, der Thomas zuckt schon. Also ich konnte jetzt das Dukkha deutlich spüren, also wenn ich den Atem mit dem Ego kontrolliert habe, das war sehr unangenehm, also klar. Und als ich ihn dann fließen ließ und den beobachtet habe, sage ich, auch klar, das ist auch so ein Dukkha. Also der kam dann immer wie so ein Wandergeselle und kaum war er da, dann war er schon wieder weg und dann kam eine andere Form. Also das war deutlich spürbar und gleichzeitig in der Pause, für den einen Augenblick der Pause, das ist perfekt. Und es war diese Stille, also in dem Moment sage ich, da hält die Welt den Atem an. Also es war das Dukkha, also aber da ist noch was. Jetzt gehst du den letzten Schritt noch. Du sagst, in der Atempause war Dukkha weg, war es perfekt. Und trotzdem war Dukkha da, weil dieser Zustand auch wandelbar ist. Das ist doch, hätten wir nur Atempausen, wäre es doch gut. Aber diese Atempausen sind doch nur Minisekunden und dann, bumm, geht's wieder los. Das ist wie das Wochenende. Wunderbar ist das Wochenende. Und zack, ist der Montag wieder da. Ja? Und dann freuen wir uns wieder auf den nächsten Samstag. Ach, wie schön, Samstag. Und die Pensionierung ist besser. Noch besser, ja. Und dann, endlich bin ich pensioniert. Und dann kommt einer mit der Kiste da und sagt, wo soll ich dich hinbringen? So. Und dann tauchen wir wieder auf, als so kleines Kerlchen tauchen wir wieder auf. Nicht? Die Hebamme haut uns hinten da auf die zwei Bäckchen. Und was fängt an? Einatmung, Ausatmung. Und da sind wir genau wieder da, wo wir vorher in die Kiste gestiegen sind. Und das sieht der Buddha sozusagen in der unendlichen Bewegung immer wieder neu. Und er sagt, Leute, es muss einen Weg nach draußen geben. So hat er angefangen. Und am Ende hat er gesagt, es gibt einen Weg nach draußen und ich zeige ich euch. Ja. So sind wir wieder. So, jetzt habe ich den Pintong noch. Ja, bitte, dann Nelly. Ja. Ich habe festgestellt, in der Atempause, wenn ich eingeatmet habe, wenn ich Pause länger noch mache, dann muss ich schwitzen, da kommt diese Hitze. Und dann umgekehrt bei der Ausatmung, wenn ich lange Pause mache, dann muss ich wieder schwitzen. Und übrigens wegen Existenz und Dukkha. Ich habe einen buddhistischen Freund, seine Frau ist verstorben, er will wieder heiraten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gib wieder Dukkha. Und dann hat er gesagt, ja, aber Suswein kann er besser Dukkha vertragen. Dem kann man fast nichts hinzufügen. Da spricht der Profi. Den
Nelly ist dran. Ja, passt jetzt eigentlich, weil das war jetzt so lustig. Du hast ja gesagt, wir sollen so auf unsere Gefühle achten, die dann hochkommen. Und bei mir kommt da eigentlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen Wut hoch und auch so ein bisschen Trotz, dass ich so das Gefühl habe, nee, also jetzt mache ich nicht auch noch das Atmen irgendwie zum Problem, sozusagen. da tue ich mir echt schwer mit, dass das jetzt auch noch leidend sein soll. Also dann kann man es halt auch echt ganz lassen. Ich weiß nicht, kannst du nochmal den Sinn dahinter mir erklären? Warum das Sinn macht, sich dessen bewusst zu sein, oder... Also du sagst jetzt, das Atmen zum Problem machen. Man macht es nicht zum Problem, es ist ein Problem. Nur da wir relativ gesund sind und dieses Ein- und Ausatmen ständig stattfindet, scheint es kein Problem zu sein. Was wir hier machen, ist doch, Achtsamkeit mal so zu schärfen, dass wir Dinge anders sehen als sonst. Wenn du sagst, ich will da nicht hingucken oder so, der ist ja nicht gezwungen, das zu tun. Also wenn du sagst, das ist nicht mein Ding, ich lasse das jetzt mal an mir vorüberziehen, ist das in Ordnung. Ja, okay. Ja, also dann lassen wir es einfach. Aber erinnerst dich mal dran, es kann eine Zeit mal kommen, wo du den Atem dann anders wahrnimmst. Ja, und vor allen Dingen, das wäre mein Hinweis, betrachte den Atem nicht nur jetzt als Atem, sondern als Stellvertreter für die ganze Existenz. Und wenn du sagst, mir macht es gar nichts aus, dass sich ständig alles ändert, auch okay. Nur Fernblick. Die Dinge ändern sich immer in bestimmte Richtungen. Das Leben, wie wir es führen, wo wir vielleicht sagen, es ist doch einigermaßen in Ordnung, das bleibt auf Dauer nie so, wie es uns jetzt erscheint. Es gibt zwei Entwicklungsmöglichkeiten. Das eine nach unten, es wird auf Dauer schlimmer. Oder die Entwicklung nach oben, es wird auf Dauer besser. Oder Klammeranmerkung, wenn man dem Buddha folgt, dann ist noch ein dritter Weg, das wäre der Weg heraus. Ja? Existenziell gesehen ist die Entwicklung immer in bessere Erlebenssituationen hinein, langfristig oder schlechtere hinein. Ja? Und spätestens, wenn es dir ganz, ganz, ganz übel geht, dann wirst du nimmer so antworten wie jetzt, wo es dir relativ gut geht. Als Mensch haben wir noch eine relativ gute Lebenssituation. Aber auch die bleibt nicht. Ja? Das wird sozusagen die Perspektive. Ansonsten räumst du das jetzt beiseite und guckst auf das, was vielleicht positiv war in diesen Tagen und stabilisierst dich damit. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann freust du dich aufs Mittagessen. Das wäre die letzte Alternative noch. Karin, mach schnell, weil sonst der Ping-Pong uns an die Pause mahnt. Ich glaube, was ich sage, das eine ist, dass es ja in unserem Sprachgebrauch so etliche Dinge gibt, die bestimmte Ausdrücke sind, wie zum Beispiel, halt mal die Luft an, zum Beispiel. Oder es gibt bestimmte Tätigkeiten, es ist ja immer mit der Emotion verbunden, unser Atem. Je nachdem, ob wir Angst haben oder ob wir uns wohlfühlen oder werden wir immer eine andere Atmung haben, es wird ständig eine andere Atmung geben. Aber halt mal die Luft an. Also ich würde gern dich nochmal fragen, was Sie vorhin hatten mit ihm, wenn der Atem steht, wirklich steht, über längere Zeit steht, ist man dann noch im Körper drin? Oder ist es ein Vorgang, wo man in eine andere Ebene hineinkommt und wo man sagen könnte, dass der Körper vielleicht sichtbar wird oder dass man aus dem Körper rausgeht, über den Körper hinweg? Ja, ich sagte ja, glaube ich, gestern irgendwann, dass der Atem sowas wie ein Mittler ist. Ja? Er stellt Verbindungen her zwischen Außen und Innen, Körper und Psyche. So. Und wenn man eben an dieser Nahtstelle eine andere Tür nimmt, kommt man sozusagen aus der Körperwahrnehmung heraus und kommt in Wahrnehmung entweder feinkörperlicher Ebenen, darüber haben wir auch gesprochen, oder eben in den Bereich, den man als das Geistige oder Psychische betrachten würde. Und diese Übung eben war ja sowas wie eine Nahtstelle,
wo der Atem, der etwas Physisches ist, und das Gefühl, was eindeutig nichts Physisches ist, ganz nah beieinander waren. Und gerade bei diesem Stillstehen des Atems tritt etwas ein, was man normalerweise gar nicht zur Kenntnis nimmt, nämlich das, was der Erwachte ein neutrales Gefühl nennt. Ja? Wir empfinden entweder etwas als angenehm, mehr oder weniger, als unangenehm, mehr oder weniger, aber das dazwischen würden wir gar nicht als Gefühl empfinden. Man merkt es kaum. Man merkt es nicht oder kaum. Ja? So, und der Erwachte sagt aber gerade, das ist die große Chance. Denn wenn wir von Gefühlen tangiert sind, seien sie angenehm oder unangenehm, ist der Geist immer geblendet. Er kann die Realität nie so sehen, wie sie ist. Weil das angenehme Gefühl suggeriert, das ist was Wertvolles, was Gutes. Das unangenehme Gefühl suggeriert, das ist was, was man ablehnt, nicht haben will. Aber das neutrale Gefühl öffnet den Geist, die Dinge wirklich zu sehen, wie sie sind. Und wenn dieses neutrale Gefühl da ist, dann sieht man eben die drei Daseinsmerkmale. Da ist nur Kommen und Gehen, nicht? Da ist eigentlich nichts Substanzhaftes dahinter und so weiter und so fort. Deshalb ist das sogenannte neutrale Gefühl etwas sehr Wertvolles, weil es uns in dem Moment frei macht von den üblichen Gebundenheiten, denen wir unterliegen. Und da will ich nochmal einen Satz zu Nelly sagen, weil das Wort Dukkha ja oft mit Leiden übersetzt wird. Ja? Und da kann man sich natürlich schon fragen, ja, was ist denn da jetzt Leiden dran, wenn ich ein- und ausatme, in Gottes Namen, das ist halt ein- und ausgeatmet. Aber diese deutsche Übersetzung, ja, der Buddha sagt ja nicht, alles ist Leiden, sondern der Buddha sagt, Sabbisankara Dukkha. Und Dukkha hat einen sehr viel weiteren Begriffshorizont. Dukkha meint im Grunde, da ist etwas unvollkommen, unzulänglich. Manifestes Leiden ist unzulänglich, das wissen wir. Ja? Aber auch wenn der Atem normal fließt, sage ich, begegnen uns dauernd, und das kann keiner hier widerlegen, begegnen uns dauernd Unzulänglichkeit. Entweder ist es zu viel Luft da oder es ist zu wenig. Das ist ein Ausdruck, es passt nicht, es kann nicht bleiben. Wären die Dinge zulänglich, müsste man ja nicht immer wieder ein- und ausatmen. Also das wird das vielleicht sozusagen in die Richtung mehr sehen. Also es ist nicht so, dass, ach, wie furchtbar, ja, sondern es ist ein Zustand, der noch nicht vollkommen ist. Ja, ja, es ist kein vollkommener Frieden, sondern es ist ja noch kommen und gehen, ist ja die Schaukel noch. Wenn die Schaukel mal zum Stillstand kommt, kann man sagen, jetzt ist Frieden. Aber solange sie sich bewegt, und selbst wenn sie sanft sich bewegt, ist noch kein Frieden. Ist die Situation noch nicht rund.